Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, zu einem weiteren Video hier in dem kleinen Matchup Snow gegen IndiaBot. Das fünfte und damit finale Spiel in dieser Fünferreihe findet hier statt. Und natürlich ist auch wieder Migo an meiner Seite, um hier auch sein eigenes Spiel mit zu kommentieren. Sei gegrüßt. Ja, Migo, erzähl doch mal, was kannst du zu diesem Matchup am Anfang sagen? Ja, also wir befinden uns auf der Karte Bengal. Das ist eine Karte, ganz kleiner Tipp, wo wir bei Bengal sind. Hier spawnen Elefanten als erste Herde. Und für die braucht man 5 Schüsse, um die zu töten. Wow, okay. Und das kann durchaus nervig sein, weil man die, also die sind etwas schwerer zu managen am Anfang als andere Tiere. Also am besten mit allen Siedlern direkt einmal raufschießen, sodass man einen möglichst nah an der Basis hat. Ja. Und dann genau die Siedler auf die Rohstoffen verteilen, so wie es hier gemacht wurde. Ja, das hast du relativ schnell wahrscheinlich schon gemacht und hast dann deine drei Siedler wahrscheinlich ins Dorfzentrum eingruppiert und ausgruppiert, dass sie auf der anderen Seite schnell wieder rauskamen, oder? Genau. Perfekt. Und das Matchup, also ich durfte jetzt wieder counterpicken. Letztes Game hat er ja gecounterpickt. Genau. Ja, ich weiß nicht, also ich habe mich für die Russen entschieden, einfach weil, also eigentlich mochte ich dieses Matchup sehr gerne als Holländer für sehr lange Zeit und habe auch gegen sehr gute Spieler, also teilweise Spieler, die besser sind als ich, ja, als Holländer gewonnen. Ja. Aber ich habe dann irgendwann gegen Diaruga gespielt, einer der Top-Spieler, der auch das größte Turnier jetzt vor kurzem gewonnen hat. Oh, okay, ja. Und der hat gesagt, Russen gewinnen dieses Matchup. Okay. Und wir haben das zusammen gespielt. Und ich habe nicht mehr als Holländer gewinnen können. Ah, weil er als Russe, ja gut, aber er war halt wahrscheinlich trotzdem nochmal auf einem nochmal höheren Level, oder? Wenn er wirklich so. Ja, so er ist natürlich noch einiges besser. Also, er rein von den Mechanics her wahrscheinlich auch etwas. Aber einfach von seinem, ich sag mal, Spielwissen ja, ist er nochmal ein anderer Spieler. Ja. Aber dann hättest du ja theoretisch nochmal mit ihm spielen müssen, als Russe, um das dann zu verifizieren, was er gesagt hat. irgendwo schon war, ne, aber ich meine, naja, egal, ist auf jeden Fall hat er das so gesagt und ich habe ja nicht mehr so gegen ihn gewinnen können und dann habe ich mich für Russen entschieden hier und genau, es also auch von den meisten Spielern wird behauptet, dass es ein gutes Matchup ist für die Russen. Hier gibt es ja, auf jeden halt Fall richtig viele Ressourcen auch am Anfang. Ne, das sind einfach die Russen, die spawnen mit etwas mehr. Ach ja, mit mehr Ressourcen, weil sie natürlich auch mehr ausgeben Kisten müssen. Naja, das hatte ich jetzt schon. Also wieder. Mehr als die Deutschen halt. Ja, das hatte ich schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm, weil die Karte hat mich so ein bisschen an Deckern erinnert, deswegen habe ich irgendwie direkt an viele Rohstoffkisten gedacht. Nee, es ist auf jeden Fall normal für die Russen hier. Und es gibt hier halt auch, wie heißen die, Wasserbüffel, also Livestock, Vieh. Die Wasserbüffel, ja. Da weiß ich nicht, ob die so auf Englisch heißen, aber ja. Aber ja, Livestock ist einfach Vieh. Und genau, und das gibt's halt auf der Map. Ja, wir können hier nochmal, merke ich gerade mal, 3:1 einstellen. Genau, oh, hier ist Snow gerade ans Bevölkerungslimit gekommen, sehen wir. Es gibt noch keine Schiffsladungen, die gesendet werden konnten. Genau, du holst jetzt die Wasserbüffel hier unten schon fleißig. Ich habe auch, glaub mal, ich erinnere mich, ich habe auch mal ein richtig interessantes Match auf Bengalen in der normalen Karte gespielt, also ohne Esok-Karte. Das war auch mal ganz interessant. Ich glaube, das war damals mal gegen Pilo. Das war ein ganz anderes. Achso, du meinst auf dem normalen Patch? Oder? Nee, beim ganz normalen Spieler gibt es auch Bengalen, oder? Also, es ist eine leicht andere Karte natürlich. Nee. Oder Bengal. Es gibt Bayou. War das Bayou? Bayou ist das auch, also es hat die gleiche sozusagen. Oder Ähnlichkeit mit dem Wasser zwischendrin sozusagen. Bayou auch, aber Texturen heißen die, ne? Ja, ja. Genau, Bayou hat die gleichen Texturen wie hier Bengal. Ah, okay, so war das. Dann kann es auch Bayou gewesen sein.
Ja, genau, das ist sehr Ja, gut aber die möglich. Karte ist schrecklich. Also da kriegst du ja keine einzige Herde Ja, oh, in du siehst fünf gerade, wie aus er sechs einen Spielen. Schatz sich holen möchte. Ja. Und, jetzt bin ich gespannt. Ist kaum sehen, ne? Man Man sieht's kann kaum kaum. sehen, Oh, was aber da Snow hat's das. geschafft. Ja, er hat es noch geschafft, gerade so. 90 Holz, ne? Immerhin. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut, weil er dadurch seine erste Bank sehr viel schneller gebaut bekommen wird. Stimmt, als Holländer natürlich sehr wichtig, das ist richtig. Ja. Ja, die Karte ist Und echt ein ich habe bisschen mich. unschön. Dieser Schatz da mit den zwei Löwen, den wollte ich. Also, ach so, ne, diese Karte, die meinte ich, die ist noch okay, Ach, du aber die meinst Bayou, Bayou. die ist schrecklich, weil da hast du absolut keine Herde häufig am Das Anfang. stimmt. Ja, da hast du Also, das recht. Ja, ist daran erinnere ich halt mich. Das war ein Problem. Da muss so. man wirklich weit Es weg ist. herden. Also, man muss fast immer weit gehen, aber Ja. manchmal kriegt man auch einfach gar keine, Ja, und das ist stimmt. Du dann hast recht, ja. so schlimm. Genau. Aber ich habe nochmal, da unten dieser Schatz mit den beiden Löwen, das Ja. ist ein 100-Nahrungsschatz, und für den habe ich mich nicht entschieden, aus ähnlichem Grund, für warum ich mich in letztem Spiel auch nicht für große Schätze als Deutscher gegen Sue entschieden habe, weil er viel besseres Scouting-Potenzial hat, Ja. in diesem Fall aufgrund von zwei Kundschaftern. Und deswegen ist es halt, das ist auch einfach, ja, nochmal genereller Tipp, große Schätze. Natürlich sind immer ein Risiko, vor allem wenn man gegen jemanden spielt, der ja, Auch einfach so mehr gut ist und Scouting-Potenzial scouten hat. kann. Ja. Weil die Chance einfach viel zu groß ist, dass er dir den wegschnappt und du ihm noch geholfen hast, sozusagen. Vielleicht am Ende sogar noch meinen Kundschafter verliere. Und das auch Das noch, ja. heißt, das ist dann einfach. Jetzt entscheidest du dich aber trotzdem für die zwei Löwen, weil wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergangen ist und er, oder du hoffst, dass er mit seinem Kundschafter deutlich weiter entfernt ist, oder? Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, also wenn ich jetzt in diesem Spielflow genau wäre, dann hätte ich es noch genauer sagen Ja, können, aber klar. irgendwie vermutet, dass er, Ah, ach schau ja, da da oben. oben. Ich Ja. glaube, vielleicht habe ich mich sogar genau daran orientiert, wo er den begonnen hat anzugreifen. Das Das ist kann dann sehr gut natürlich sein. am sichersten. Ja, man sieht auch, gegen den Löwen ist natürlich auch hart. Also du verlierst die Hälfte deiner Lebenspunkte für den 100 Nahrungsschatz. Oh, und hier wolltest du jetzt Ja. das Blockhaus bauen, obwohl sein Kundschafter dann genau dort stand. Ja, ich meine, letztendlich ist es so, gegen Russen, also ich sag mal, 95% aller Spiele machen sie sowieso eine Forward Base. Also, ob ich jetzt eine baue, wo er sie direkt scoutet oder nicht, Ja. macht jetzt für ihn kaum Unterschied, weil er wird sowieso vermuten. Also, ist es jetzt sozusagen der Approach, also also was ich, worum es im Großen geht, dass ich einfach eine gute Position für mein Blockhaus bekomme. Dass du auch ein bisschen mehr Weil, wie Control gesagt, vielleicht gewinnen kannst über die Herden. ja, scoutet oder nicht, er wird sowieso scouten. Und sein Scout macht halt kaum Schaden gegen meinen Siedler, also da bin ich jetzt nicht in Gefahr. Ja, und jetzt ist auch erst er geaged. Also du warst dann natürlich deutlich schneller. Hast dir da auch den Distributismus geschickt. Wie bist du da eigentlich bei der... Also es Ja. gibt ja einige, die schicken sich die 300 Holz, wenn sie richtig schnell angreifen wollen als Russen. Und viele sagen lieber den Distributismus schicken. Also ich halte sehr wenig von 300 Holz Ja. insgesamt. Ja, es ist in meinen Augen irgendwo eine, ich sag mal, noobige Strategie. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar Build-Orders, wo das ganz okay ist. Ja. Naja, ne, nicht Build-Orders, ein paar Matchups, Strategien, wo man das, Matchups, ja. ja, ein paar Zivilisationen, gegen die man das machen kann, je nachdem, was sie gerade machen. Ja. Aber insgesamt würde ich Eher davon den eigentlich eher abraten. Distributismus anraten, ja. Gut, du hast dir fünf Kosaken Ja. geschickt und er seine Bank standardmäßig und du versuchst natürlich gleich mal Druck auszuüben. Das ist ja jetzt so ein bisschen das Ja. andere Matchup. Sonst sehen wir dich immer in der Defensive, jetzt sehen wir dich mal in der Offensive. Das ist mal was ganz anderes auf jeden Fall. Ja, und wir sehen, Stall hat er gebaut. Das ist optimal für mich, weil ich habe Musketiere trainiert. Und also wenn er jetzt Kaserne gegangen wäre, dann würde ich jetzt auf jeden Fall anfangen, sehr viel mehr Strelitzen oder nur Strelitzen zu bauen, bis er einen Stall baut. Ja, macht Sinn. Dadurch, dass er Stall gegangen ist, macht es jetzt einfach Sinn für mich, Weiter nur Musketiere zu bauen. Musketiere. Genau. Ja. Da hast du ihn auf jeden Fall schon mal gleich ein bisschen vom Sammeln abhalten können.
Und holst dir auch direkt einen Schatz hier. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, Sache nebenbei, bis meine nächsten Einheiten reinkommen und ich nochmal einen kleinen Power Spike habe, wodurch es sich lohnt, nochmal reinzulaufen, gucken, Oh. ob ich Schaden machen kann. Jetzt kommt aber er mit seinen Ulanen hier. Ula, warte mal, Ulane. Und hier ist jetzt so der Punkt, wo ich Husare. irgendwie innerlich, weiß ich nicht, gefühlt durchdrehe. Und keine Ahnung, ich bin jetzt in so einem Konflikt, was mache ich? Ich lasse mir 700 Gold schicken. Ach ja, mach noch mal kurz Pause. Ich das Ding, Hast du es das nicht hat mich, gesehen rechtzeitig? ich habe 700 Holz wollte ich schicken, Ach aber so. es war ein Missklick und ich habe 700 Gold mir schicken Ach lassen. so. Und das war, das hat mich so getiltet. Wie Okay. heißt das? Verärgert Auf oder Deutsch? Ja, genau, also so verärgert, getriggert. also so getriggert. Ja. Und ich habe, also ich habe es erst gemerkt, glaube ich, nachdem es so zur Hälfte oder Dreiviertel schon Es ist ja gesendet hier schon war. dreiviertel, Und ja. dann, genau, und dann habe ich gemerkt, fuck, es ist auf dem Weg, aber ich möchte es jetzt nicht mehr canceln, Ja. weil es schon bald ankommt. Ja. Und ja, okay, er ist jetzt meiner Basis und ich denke mir, okay, das wehre ich jetzt erstmal ab. Und genau, ich bin jetzt in so einer Art Konflikt, was mache ich jetzt als nächstes? Und gleichzeitig baue ich da links. Da sieht man, Ah ja, wie, ein neues genau. Blockhaus. Da baue ich jetzt irgendwie ein neues Blockhaus, weil ich so viel Holz habe. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin Und du hast irgendwie. natürlich Also, gehofft, dass einfach. jetzt 700 Holz vielleicht kommen, ne? Dass du sozusagen das auch wieder, dass du dann wieder was überschüssig hast, was jetzt leider dann nicht der Fall ist, weil du die 700 Gold hast. Ich meine, Ja, ich weiß nicht, ich bin. man könnte das jetzt ja dann so spielen, dass man jetzt halt seine Goldsiedler stärker auf Nahrung verlagert, dass du auf jeden Fall keine Probleme hast, jetzt Musketiere rauszubekommen. Für den Ja, starken Push. ich hätte jetzt, was ich jetzt tun würde, also jetzt aus jetziger Perspektive, entweder 700 Gold doch noch abbrechen, wenn ich die nicht abbreche, zumindest einen Stall bauen anstatt dem zweiten Blockhaus, weil dann, Stimmt, wäre auch logisch, ja. weil Kosaken sind sehr viel goldlastiger und dann bekomme ich diese 700 Gold besser ausgegeben Ja, das stimmt. und dann hätte ich sozusagen, also dann wäre das eine bessere Synergie aus den Schiffsladungen. Aber jetzt, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, ich bin irgendwie getiltet und weiß nicht mehr, was ich mache. Bin verwirrt und also wie paralysiert. Keine Ahnung, was ich jetzt mache, so, ne? Ja. Und Also du konntest ihn auf jeden Fall hier abwehren mit deinen Kosaken und versuchst auch gleichzeitig wieder Druck mit deinen Musketieren auszuüben. Ah, leider mit einem Schuss keinen Siedler getötet, da waren es noch zu wenige Musketiere und natürlich russische Musketiere. Und hier greifst du entscheidest dich für den Kampf gegen die Husare. ja, Schauen wir Husan, mal. an, deswegen habe ich mich für den Kampf entschieden, weil ich wusste, mit gutem Micro hätte ich einigermaßen. Oder waren es doch 5 Husare? Ich weiß es nicht. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, es waren nur vier, aber also du hast auf jeden Fall den Kampf Ja, hier ich weiß es nicht. jetzt Es war verloren. auf jeden Fall dann nicht so der beste Trade dort. Ja. Und ja, ich meine, Holländer hat relativ gute Wirtschaft, so wie es halt normal ist für sie jetzt am Laufen. Hat bestimmt vor, jetzt irgendwann demnächst zu agen. Ja. Und ja, ich habe mir die 700 Gold schicken lassen. Ich habe jetzt hier irgendwie eine sehr komische Situation, wie ich gesagt habe. Werde jetzt, glaube ich, noch diese drei Siedler trainieren und dann ins nächste Zeitalter gehen, weil ich einfach irgendwie meine Ressourcen ausgeben möchte. Und jetzt noch mehr Musketiere zu produzieren, hat sich nicht richtig angefühlt, Okay. weil es zu leicht zu stoppen wäre. Also das weiß ich, also das ist halt das Ding, ne? Ich sag zwar, ich bin paralysiert und habe keine Ahnung, was ich mache, aber gleichzeitig weiß ich irgendwo, was ich nicht machen kann. Okay, ja. Und das ist zum Beispiel dieses jetzt einfach blind Musketiere weiter produzieren. Das ist einfach nicht effektiv genug, als dass ich dadurch gewinnen kann. Okay. Und deswegen tiltet mich das umso mehr, ne? Weil ich halt weiß, ich bin jetzt meinen Chancen eingeschränkt durch diesen Fehler, den ich gemacht habe. Aber das, was mir jetzt noch übrig bleibt, von den Sachen, die mir noch übrig bleiben, weiß ich nicht, was ich wirklich am besten tun sollte. Und ja, Ja, du baust auf jeden Fall mal einen einfach Wall Verzweiflung. gegen seine Raids. Er hat es wieder versucht, aber du hast deine Siedler relativ schnell reingezogen ins Dorfzentrum. Genau, da Deine ziehe ich den Musketiere Ball. wandern dahin.
Aber du hast ja aktuell kaum Armee auf dem Feld, wenn ich das richtig sehe. Hat jetzt die Ressourcen gesammelt, um ins Dritte zu gehen. Ja, genau, er geht hier er ist schon bald im Dritten. Du aged eben auch. Er holt sich jetzt erst die Jagdhunde, interessanterweise. Das ist sogar vor allem als Holländer so Standard. beziehungsweise nicht unbedingt als Holländer, aber in diesem Matchup, einfach weil sie ja am Anfang Banken. angegriffen werden und alles Mögliche und dort erstmal noch nicht unbedingt einen Marktplatz bauen, Ja. sondern häufig erst, wenn das Holz vom Agent oder die 700 Holz ankommen. Und selbst in dem Moment ist dieses Upgrade noch nicht die Priorität unbedingt. Und deswegen ist es halt, Ja. also es war, ist trotzdem gut, es früher zu bekommen, aber es ist relativ normal, dass man es nicht direkt so früh holt. Okay, macht Sinn. Ja. Ich habe jetzt noch mal kurz, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gezeigt, aber hier jetzt haben wir gerade ein bisschen Ruhe. Dein Deck, denke ich, auch relativ standardmäßig, also alles, was ich so sehe, macht, denke ich, Sinn. Die mandschurischen Bogenschützen, die lohnen sich Und, äh, wahrscheinlich für das Gold. eigentlich, das sind so ziemlich die besten Söldner, die Russen haben. Da unten im Kampf. Ja, ich hab schon gerade gemerkt. Der jetzt Veteranen Husaren und ich bin einfach super langsam jetzt mit meiner Build Order hier. Ja. Also ich habe jetzt 20 Strelitzen als Schiffsladung auf dem Weg, aber kaum Antikav. Ja, das ist natürlich sehr problematisch. Du bräuchtest viel mehr Musketiere. Wahrscheinlich Jetzt hast trotzdem du kein jetzt. Gold mehr, weil du geaged bist, sozusagen. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem stärker auf Musketiere holen gehen sollen und zwei Falkonette schicken sollen, aber das hat sich irgendwie auch nicht richtig angefühlt. Also, Jetzt wie müssen die gesagt, alles. Strelitzen hier im Nahkampf gegen die Husare kämpfen, Die teilweise. bringen sie natürlich ordentlich auf die Rübe. Ja. Und ja, da Micro der auch noch. Und da. Also, ja, meine Einheiten sterben da einfach. Ich habe sechs Kosaken und fünf Musketiere zwar auf dem Weg, aber. Das sieht trotzdem eher nicht so gut aus aktuell, genau. Also den Kampf hast du auf jeden Fall verloren, das war kein guter Trade. Die 20 Halt Strelitzen auch sind schnell seine tot. ganzen. Also seine Plankler sind ja Auto-Veteranen, wenn er im dritten ankommt. Ja. Und seine Kaff hat er auch schon geupgradet. Und ich muss halt alle Einheiten noch upgraden. Das habe ich ja noch nicht. Und er hat mehr Wirtschaft, er gewinnt hier diesen Kampf. Also hier ist einfach das Spiel leider schon vorüber. Ja, also da hat man einfach gemerkt, dass es dann nicht mehr so rund lief, als du dich so geärgert hast, als dann die Taktik nicht mehr so möglich war, wie es du dir vorgestellt hast. Übrigens hier mal ein schönes Detail, bevor wir gleich nochmal allgemein über das Game sprechen, zum Thema Welle, weil ja Profis, der Groß, oder ja, so gut wie alle Profis, das machen, dass sie ihre Türme vorher entfernen, sich das Holz sparen und auch die Zeit, die es kostet, das zu bauen und die Möglichkeit, dass da Flächenschaden gemacht wird. Aber trotzdem hat man natürlich hin und wieder das Problem, dass diese kleinen Lücken entstehen. Würde jetzt durch diese Lücke hier eine Einheit passen? Könnte knapp sein, Also oder? es kommt auf die Einheitengröße an. Also ein Kürassier sollte da nicht durchpassen, aber ein Strelitze Schon. kann ich mir vorstellen, dass er da durchpasst. Das nimmt man dann Häufig. einfach im Kauf für diese Taktik, dass halt hin und wieder auch mal solche Lücken entstehen könnten, oder? War hier in diesem Fall war es mir jetzt nicht so Wichtig, super ja. wichtig, sagen wir mal, dass also hauptsächlich einfach, dass seine Kaff nicht so angenehm in da, wo meine Siedler Nahrung gesammelt haben, reinkommen. Ja. Aber ja, das hätte ich auf jeden Fall besser machen können, indem ich die Abstände beim Bauen beachte, Ja. weil dadurch kriege ich diese Lücke halt da nicht rein und ist auf jeden Fall möglich. Ist eine Frage von Übung und Ja, Fingerspitzengefühl. ist nur, weil ich habe mich letztens erst wieder mal mit dem Thema beschäftigt, deswegen ist es mir kurz aufgefallen. Ja, aber genau, sprechen wir doch nochmal allgemein über das Game. Also ja, man hat gemerkt, dann du konntest einfach nicht mehr die Taktik, die du dir so ein bisschen zurechtgelegt hattest. Was Oh, machen denn meine Siedler wollte ich da? auch gerade fragen. War das jetzt so der Siedler-Rush am Ende? Ich weiß nicht, ob das ein Troll-Move sein sollte oder ob ich wirklich Stu, keine du Herden hast mehr Pech gehabt. hatte, aber Nee, die Herden waren hier das schon war noch auf jeden da. Ja Fall. gut, 52.
72, nicht mehr allzu viel. Ja, doch, hier wäre die nächste Herde gewesen. Kann schon sein, dass du dann zur nächsten Herde gekommen bist. Ich sag mal, nicht so wichtig. Ja, nicht so wichtig, genau. Aber ja, interessant ist natürlich auch die Taktik hier mit dem zweiten Blockhaus, so ein bisschen um ihn zu umstellen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil einerseits gewinnt man ein bisschen mehr Map-Control. Man kann ihn davon abhalten, weil man einfach auch mehr sieht, dass er hier irgendwie zum Beispiel bei einem Elefanten sammelt oder eventuell könnte man noch bis zur Mine hier ein bisschen die Kontrolle haben. Wenn man das fortführen würde, rein theoretisch, also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wobei hier ist es gar nicht notwendig, weil hier ist ja die nächste Engstelle. Also eigentlich kontrolliert man ab der Engstelle bis hier rüber ihn und kann ihn damit schon ziemlich gut abschneiden. Also deswegen finde ich das auf jeden Fall schön gemacht. Genau, näher kann ich sowieso nicht an sein Dorfzentrum. Genau, das, also, das ist das nächste Problem, also, sowieso. Genau, also und da, ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte sogar ursprünglich das zweite Blockhaus direkt neben das erste, aber habe keine Position gefunden, wo das gepasst hätte, wegen der Umgebung. Ah, okay. Deswegen musste ich es dann dort, aber es ist auch trotzdem eine gute Position, ja, weil ich da halt, wie du gesagt hast, nochmal zusätzlich seine Ressourcen irgendwo kontrolliere. Und ich hätte es, so wie ich vorhin auch schon gesagt hätte, am liebsten so gespielt mit 700 Holz und dann danach 700 Gold und dann habe ich sozusagen einfach eine gute Infrastruktur und mit dem 700 Gold kann ich dann gut Einheiten rausbekommen. Ja. Und einfach dieser Contain, also ihn sozusagen dazu zwingen, in seiner Basis zu bleiben. Ja. Oder in diesem engen Raum. Dass und, irgendwann die Ressourcen ausgehen auch. Ja, ihm irgendwann die Ressourcen rausgehen und er um Ressourcen pushen muss. Er hat hier und sogar schon an Bärensträuchern gesammelt, sehe ich gerade. Ja. Also das macht man ja normalerweise auch nicht, wenn man noch Tiere hat. Außer man hat halt also die Angst, dass du sozusagen so gut raidest. Das Ding ist, was er dadurch macht, ist sozusagen, er sorgt dafür, dass sein Nahrungseinkommen auf lange Sicht erstmal irgendwie stabil bleibt. Ja. Weil, wenn jetzt die Herde da tot ist und er alle Siedler auf Nahrung packen, auf die Sträucher packen muss, dann dauert das Zeit einfach und das könnte halt der Moment sein, wo du mit mehr Armee angreifen könntest, ja. Ja, was auch immer, also, das ist einfach, wenn er dann rauspushen muss, ist es einfach so schwer, diese russischen Blockhäuser zu pushen. Ja. Vor allem, wenn die zwei nebeneinander und am besten noch ein Stall in der Nähe. Da können so viele Einheiten rauskommen, die Blockhäuser schießen, es kann eine Schiffsladung ankommen und währenddessen kommen deine Reinforcements, genau, also dein Nachschub, kommt einfach viel langsamer dort an. Deswegen, so spielt man Russen normalerweise und es funktioniert meistens auch ziemlich gut. Ja, genau. Ja, deswegen, wenn wir jetzt nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen, 5 Spiele, 3 Siege von dir, 2 Siege von Snow. Ich glaube, der letzte Sieg von Snow, das war auf jeden Fall eine spannende und interessante Sache. Hier jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil du dich selbst, glaube ich, über dich geärgert hast, über das mit dem 700 Holz, was gefehlt hat und dass danach dann halt alles nicht mehr so rund lief. Aber ich denke, insgesamt kann man sagen, auf jeden Fall eine sehr interessante Turnierreihe hier gegen Snow gespielt, Auf und Abs, aber hochgradiges Gameplay, würde ich mal behaupten, liebe Zuschauer, und eine ganze Menge Spaß, die das hoffentlich gemacht hat, zuzuschauen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, Migo? Es war somit meine beste Turnierserie soweit, also bin ich da sehr zufrieden gewesen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Spiele. Vor allem die ersten. Das glaube ich. Die hast du ja auch gewonnen. War ganz gut, auf jeden Fall. Sehr schön. Wunderbar. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Wie fandet ihr die 5 Spiele? Wie fandet ihr, hat hier Migo gespielt? Konntet ihr vielleicht noch bei einigen Punkten einiges lernen? Er hat ja jetzt auch mit mir immer nachkommentiert, konnte vielleicht noch ein paar interessante Tipps geben.
Wie schon mal in einem Video vorher erwähnt, planen wir auf jeden Fall noch ein extra Video mal zu machen mit Tipps für fortgeschrittenere Spieler. Da kann man bestimmt schon einige Sachen herausziehen aus den Videos, die wir jetzt schon gemacht haben, aber sicherlich auch noch mehr dazugeben. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und wir sehen uns dann mal wieder in einem meiner Videos, Livestreams oder auf meinem Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.